Dynamo Dresden bislang eine extrem bittere. 2 Spiele, 2 Niederlagen, 0 zu 6 Tore. Statt unter den Top 3 hängt man nun also im Mittelfeld der Tabelle fest. Und die Tendenz, die ist gefährlich. Vorne fehlen die Knipser und hinten die Dichtmacher. Viel Arbeit also für Trainer Uwe Neuhaus und Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Der Abstand nach oben ist genauso groß wie nach unten. Schwarz-gelbe Klassikerfrage also. Quo vadis, nigrum vlavum, Florian Werchwert. Sind die Schwarz-Gelben mit ihrem Latein schon am Ende? 2 mal 0 zu 3. Der Beginn einer schwarzen Serie, die schnell beendet werden soll und auch muss. Da können wir uns nicht rausstehlen aus der Situation. Wir müssen dagegenhalten, müssen genauso viel rennen, müssen genauso viel in die Zweikämpfe gehen, genauso robust sein. Das sind Dinge, die jetzt am Sonntag definitiv gefragt sind. Genauso viel laufen wie der Gegner. Das war in Kaiserslautern nicht der Fall und somit auch eine entscheidende Ursache für die Niederlage. Ganz wichtig wird sein, erstmal wieder den Aufwand zu erhöhen. In meinen Augen zu wenig gewesen, über das ganze Spiel gesehen, um erstmal wieder auf ein Level mit dem Gegner zu kommen. Die Statistik belegt unzweifelhaft die Worte des Kapitäns. Wer viel an Laufleistung investiert, wird belohnt. Wer viel Ballbesitz hat, nicht unbedingt. Kaiserslautern reichten davon 39%, um 3 Tore zu schießen. Ja, aber diese Statistik ist auch nicht immer aussagekräftig. In der Regel ist es so, dass die ballbesitzende Mannschaft ein bisschen weniger läuft. So viel wie in Kaiserslautern, so groß der Unterschied dort war, ist aber nicht mehr normal gewesen. Von daher konnte man schon sehen, dass Kaiserslautern sehr, sehr viel investiert hat, damit 117, noch was. Einen sehr guten Wert gehabt, haben viel Laufarbeit verrichtet und wir haben, ja, man kann schon sagen, dann vielleicht nicht das abgerufen, auch läuferisch, was wir abrufen können. Und, aber das ist auch nur minimal aussagekräftig. Jetzt wartet Würzburg auf die Schwarz-Gelben. Der letzte Jubel zu Hause ist ja noch gar nicht so lange her. Nach 2 Niederlagen soll die englische Woche mit einem Sieg versöhnlich enden. Für uns wird es wichtig sein, glaube ich, dass wir zu unserem Spiel finden und dieses Spiel sehr sauber durchführen. Weil wenn wir in unserem Spiel zu viele Fehler machen, ist Würzburg sehr, sehr gefährlich. Das ist das Geile am Fußball. Du hast vor allem an englischen Wochen, du hast in kurzer Zeit die Möglichkeit, das alles besser zu machen. Reifeprozess, so bezeichnet Dresdens Coach Uwe Neuhaus diese Phase. 2 Niederlagen in Folge sind zu verarbeiten. Diese Situation hatte Uwe Neuhaus in Dresden noch nie.